Ja, es freut uns, dass heute wieder bei dem traumhaften Abend Auflage 2 von Hörbar Oberdorf stattfindet. Eine Schnapsidee im wahrsten Sinne wurde letztes Jahr geboren. Es ist eine Bierlaune aus entstanden. Wir haben da einfach einmal gemütlich zusammengehockt, zu zweit. Wir sind dann nachher drü geworden und haben dieses Hörbar Oberdorf letztes Jahr das erste Mal gemacht. Eine mega Stimmung mit tollen Gruppen, speziell einiges aus dem Oberdorf. Musiker. Und jetzt, wie gesagt, das ist hier jetzt einmal die zweite Auflage. Und dazu erzählt euch Martin ein bisschen mehr. Ja, wir haben jetzt die zweite Auflage und das Schöne daran ist, dass wir am zweiten Mal in Dornbirn die größte Veranstaltung, größte Musikveranstaltung geworden sind. Wir sind glücklich, dass so viele Leute kommen. Solange das Wetter passt, wissen wir, dass die Leute von Lokal zu Lokal gehen. Wir sind eine gute Truppe. Wir haben 18 Bands in 6 Lokalen, wo alle fast gratis schaffen und gratis spielen. Wir haben ein paar Sponsoren, die das Ganze unterstützen. Und zu den Sponsoren, der hat Martin Winder weitergeht, der ist der dritte im Bunde, der betreut die Sponsoren von unserer Seite. Ja, nicht nur die Sponsoren, aber die sind natürlich ganz, ganz wichtig, dass der Event stattfindet. Mir ein besonderes Anliegen als Oberdorfer, muss ich sagen, das ist der Grundgedanke, ist eigentlich gewesen und ist das immer noch, dass Lehrer bis Oberdorf kommt und die Leute miteinander Spaß haben. Und Musik unterstützt das. Wichtig ist, da wie der Gerhard am Anfang gesagt hat, wir haben 13 von den 20 Bands, die wir jetzt haben. Das sind wirklich 20, nicht nur 18, die nachzählt. Das sind eigentlich Oberdorf, oder haben einen Bezug zum Oberdorf. Und insofern, muss ich sagen, ist ein großer, wichtiger Effekt für uns eigentlich schon gewonnen worden. Und es ist toll, dass es letztes Jahr so gut angekommen ist. Das sind eigentlich die 6 Lokale im Oberdorf. Das ist Café Stadelmann. Also wir fangen mal unten an, das Café Stadelmann, dann gehen wir zum Schlossbräu einmal, dann ist der Verwalter, Tretschkachel, das Glöckele und der Engel. Und wir haben eigentlich für jedes Lokal spezifische Musik. Das heißt, im Stadelmann ist eher so das, ich sage unter Anführungszeichen, ältere Publikum, das gemütlichere, Dornbirner Gemütlichkeit, wo wir präsentiert werden. Im Verwalter, da haben wir eigentlich quer durch Barmusik im Keller drin, in der Wiebar. Und aufwärts ist es dann wieder ein kleiner jazziger. Da im Schlossbräu ist es ein kleiner rockiger. Da haben wir vom südamerikanischen Karibik-Sound, kann ich fast sagen, bis zum Rock-Pop, was eigentlich modern ist, als Aufertreter. Ähnlich ist es im Engeldober, wo wir hier als besondere Band auch die Mermaids, eine Damenband, die wo Seemannslieder spielt, dabei haben. Und im Glöckli da ist das Klassische bis zum Bluesmäßig als Vertreter, ist zum Beispiel auch Salonorchester oder Weber, Nussbaumer Kreil, um einige von diesen Bands jetzt auch zu nennen. Wir haben sonst noch Bekannte, wie gesagt, Burning Rosettas, wir haben das Selbdet, was ein Bläser und Soblos im Oberdorf ist, was haben wir sonst noch als die Rolling Bones und so weiter. Also es ist viel, ein vielseitiges Programm und ich glaube, für jeden etwas da und ich glaube, die Leute werden heute wieder ein Mutzgaudi haben.